Warm Welcome, Markus Termin, astrologisches Stundenbuch an diesem 15. März 2024. Schönes Wochenende wünsche ich euch auch. Mit welcher Energie gehen wir ins Wochenende? Der Mond hat ins Zeichen Zwillinge gewechselt und pirscht sich seiner ersten Quadratur nach dem Neumond an und das Projekt Auflösende Strukturen mit diesem Fischestellium da oben und vor allem mit der Sonne, die sich dem Neptun annähert. Dieses Projekt nimmt Fahrt auf und die Strukturen, die sich auflösen, sind die Strukturen, die sich im Augenblick auflösen sollen. Das sind die ganzen babylonischen Turmbauer, deren babylonische Türme jetzt, nun, sie stürzen noch nicht zusammen, aber sie lösen sich auf. Sie werden porös, sie verlieren an Sicherheit. Sie verlieren an Schlagkraft und sie werden meines Erachtens mit dem Fortgang des Jahres in einer gigantischen Bankenkrise münden, die dazu führen wird, dass unser ganzes westliches Konzept überdacht werden muss. Und natürlich ist das alles vorgesehen und natürlich steht dahinter auch vollste Absicht. Meines Erachtens ist der Es sind diese ganzen elektronischen Währungen jetzt bereits quasi eine Alternativentwicklung zu dem, was die Zentralbanken machen. Und es ist gar nicht aufzuhalten, diese Entwicklung. Also man kann nicht, das kann nicht durch irgendwelche digitalen Zentralbankwährungen, die jetzt etabliert werden, irgendwie aufgefangen werden. Das halte ich für Nebelkerzen. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Und so gucken wir uns das mal an, wie es mit diesem ganzen Ding weitergeht. Wir werden schon irgendwie so landen, dass wir weiter existieren können, hoffentlich. Der Merkur da oben im Zeichen Widder, Merkur als unser Erzengelführer, der sich hier mutigerweise mit Chiron verbindet. Und ich erinnere nochmal an die Bemerkung des Papstes, dass man doch auch mal Verhandlungen in Erwägung ziehen kann und dass es mutig sei, zu verhandeln, wenn nichts anderes ginge. Das hat sich kundgetan mit diesem Merkur im Zeichen Widder und auch wenn der Papst tatsächlich keine heilige Person ist und wenn es auch nicht der richtige Papst ist und das interessiert mich alles überhaupt nicht, weil wir spirituellen Christen wissen, dass es darauf nicht ankommt, sondern dass es nur auf die Worte und die Texte des Neuen Testaments ankommt und alles andere ist Beiwerk, inklusive Paulus und Petrus und Apostelgeschichte und Apokalypse und bla bla bla. Niemand kennt den Zeitpunkt, niemand weiß es ganz genau und wir mögen Gott danken, dass wir dieses wunderbare Instrument der Astrologie haben, um uns ein wenig zu orientieren. Ich betone das nochmals, das allererste und allerwichtigste ist die Persönlichkeitsastrologie, also was wir sehen in einem Geburtshoroskop. Und wenn das jetzt ein Geburtshoroskop wäre, so wie wir es jetzt sehen, also ein Mensch mit einem Schütze-Aszendenten, einem Zwillingsmond und seiner Sonne im Zeichen Fische mit Neptun da oben an der Spitze zum 9. Haus, ja, die Sonne jetzt hier schon ein bisschen im 8. Haus drinnen, dann wäre das ein interessantes Horoskop für einen extrem optimistischen Menschen mit Schütze-Aszendent, jemand, der allerdings großes und vielfältiges und agiles Interesse hat mit seinem Zwillingsmond und sich auch verbal wunderbar artikulieren kann und der auf der anderen Seite seine Fischesonne bereits eingetaucht hat in die Verborgenheit des 8. Hauses, wo die Verwandlung, die aus dieser Fischekraft kommt, mit diesem Neptun zusammen, quasi im Hintergrund, im nicht ganz Öffentlichen passiert. Und genau so, glaube ich, vollzieht es sich auch im Augenblick. Wir dürfen gespannt sein, was dabei herauskommt. Jetzt erst einmal euch allen ein schönes Wochenende. Die Tugend, die ich empfehlen würde für diese Kombination, ist maßgeblich mit dieser Neptun-Sonnengeschichte verbunden. Also hier oben Neptun zusammen mit der Sonne. Das bedeutet ein großes Geistfenster nach außen aufmachen. Und sich überlegen, was da so alles draußen ist.
Um es noch mal ganz kurz auf einen Punkt zu bringen, es gibt keine materiellen Dinge ohne geistige Entsprechungen. Das heißt also alles, jedes Ding da draußen, jede kleine Ameise, jedes Staubkorn hat eine geistige Entsprechung. Wir leben in einem Doppelkosmos, ein Kosmos, der gespalten ist zwischen Geist und Materie. Und es gibt die Hoffnung, dass am Ende aller Tage, wenn es denn so ein Ende geben sollte, diese Dinge wieder zusammengeführt werden und dann eben der physische Tod nicht nur für uns Menschen von uns Abstand nimmt, sondern von der gesamten Natur. Man spricht also hier von der Erlösung der Natur. Die Natur seufzt und wartet unter Umständen auf Erlösung. Also diese Dinge sind etwas größer als diese rein materialistische Spur, der wir folgen, die ja auch summa summarum genommen ein bisschen hilflos und verloren ist für sich selber. Das ist im Allgemeinen jetzt die Situation, also besondere Betonung hier auf Neptun, Sonne, da oben im Zeichen Fische, negativ. Wenn man es negativ betrachtet, sind die Dinge der Auflösung, aber wie gesagt, Dinge, die schlecht sind, wenn sie sich auflösen, sind gut, wenn sie sich aufgelöst haben. Ne? Das können wir mal mit Ruhe und Gelassenheit betrachten. Und über dem Ganzen, das ist wichtig, der stärkste Aspekt, auch nach klassischer Astrologie, ist die Rezeption zwischen Jupiter im Zeichen Stier und Venus in den Fischen. Und Stier ist ein Erdelement. Freilich mit unglaublich viel Luftkraft im Augenblick, das bringt der Uranus dort hinein. Und die Fische sind ein Wasserelement. Und wenn wir ein bisschen Wasser an die Erde machen, dann bekommen wir frisches Wachstum. Da kommen Pflanzen dabei heraus, die wachsen. Das Ganze ist ergänzt durch die Luftqualität aus dem Zeichen Wassermann und aus dem Zeichen Zwillinge. Und wir bekommen dann auch noch etwas Feuer rein. Zwar nur durch Merkur und Chiron, aber nur durch Merkur kann man so nicht sagen. Denn wenn Merkur im Feuer ist, dann ist er im Feuer. Und Feuer bedeutet Verwandlung, bedeutet Inspiration, eben vor allem Verwandlung. Das ist das Feuerelement. Also wenn Sie einen Prozess haben, zum Beispiel eine Gärung, etwas gärt oder etwas wird fermentiert, Nahrung, Sauerkraut wird fermentiert. Auch das gehört zum Feuerelement. Jede Form von Verwandlung ist ein Feuerelement. Und wir selber, wir Menschen, ich erinnere an Hermann Hesse, ja, es geht darum, immer neue Räume zu betreten. Wir können nicht in einem Ding bleiben. Wir sind Verwandlungswesen und sind daher auf Gottes Führung angewiesen, weil wir im Grunde genommen selber ziemlich klein und hilflos sind. Und um diese Führung möchten wir bitten, im Sinne von Meister Eckhart, auf dass uns Gott helfe, auch an diesem Wochenende. Falls ihr Lust habt, in Kontakt zu treten mit mir, das geht hier oben über diese E-Mail-Adresse. Unten gibt es die Bedingungen. Wer eine Beratung haben möchte, sehr gerne. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank für Kommentare und Beteiligung hier an diesem Kanal Markus Termin Astrologisches Stundenbuch. Klingt auch gut. Dum, da, dum, 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 dum. Dum, da, dum, dum.